Ich habe die Comedy-Szene analysiert hier in Deutschland und mir ist etwas aufgefallen, dass ein Thema ganz gewaltig umgangen wird von allen Comedians. Wirklich, das hat mich zutiefst entsetzt. Und zwar ist mir aufgefallen, es gibt viel zu wenig Witze über Eisbergsalat. Wirklich, das hat mich zutiefst entsetzt. Wirklich, ich habe da eine Träne rausdrücken müssen. Wirklich, deswegen schreiben wir hier Comedy-Geschichte bei Generation Gag, ne? Ja, genau. Generation Gag. Bei Generation Gag, wirklich. Denn was ist zum Beispiel, der Eisbergsalat hat voll die Opferrolle unter den Salaten, ne? Das ist voll der Opfer, so. Weißt du, Spinat bekommt Filmrollen bei Popeye und so. Und Eisbergsalat, voll das Opfer, so. Und es gibt einen Move, den wir machen beim Eisbergsalat, den machen wir mit keinem anderen Salat. Was macht ihr mit der ersten Schicht? Wegwerfen, seht ihr? Niemals wieder, Ladies and Gentlemen. Wer war das? Warum machst du das? Jetzt will es keiner gewesen sein, really. Hey, wer war das? Das war ich, hab dich doch gesehen. Also, auf jeden Fall, du wirfst ihn weg. Meinetwegen. Der ist braun und eklig. Wisst ihr, was ich meine? Dieser Salatrassismus. Ja, er ist böse. Nieder mit Eisbergsalat. Der ist braun. Raus mit ihm. Alter, was ist? Don't kill the messenger. Ich hab's gehört, Mann. Ich weiß, keine Ahnung, Mann. Das hört man sogar im Radio. Schneiden wir hoffentlich nicht raus. Auf jeden Fall, braun und matschig. Hin oder her, Ladies and Gentlemen, gibt der ersten Schicht eine Chance. Wirklich, ich. Wirklich, habt Mut zur ersten Schicht. Wirklich. Werft sie. Wisst ihr, wie schwer das ist, bei so einem dummen Thema ernst zu bleiben? So? Weißt du, auf jeden Fall, Dings, werft sie nicht weg, wirklich. Habt Mut zur ersten Schicht. Wirklich, andere wären froh, wenn sie diese erste Schicht hätten. Deswegen, habt Mut. Legt sie in euer Sandwich rein und gibt sie euren Partner. Weißt du, wie ich meine? Der wird's niemals merken, ich mach's jedes Mal, weißt du? Und noch nie war jemand so, Moment mal, ist hier drin etwa die erste Schicht vom Eisbergsalat? Vielen Dank, es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Mega, Mann, wir sehen uns. Und gibt es euren Partner? Das war der Brüller, oder? Wenn ihr noch mehr von diesen Salat-Jokes hören wollt, von diesem Champ, drückt hier oben drauf. Ihr werdet es nicht bereuen. Versprochen. Wenn ihr es bereut, dann, ey, es ist